Interessante Stellungen. Hoffnung. Hätten wir uns jetzt normal kennengelernt im echten Leben, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Und die pure Freude. Das erste Mal werde ich schon eine Frau angefasst nach 3 Wochen, Jungs. All das und noch viel mehr gibt es in der 10. Folge von Love Island. Woo! In der letzten Folge gab es ein kleines Techtelmechtel zwischen Hendrik und Aurelia. Wir wissen ja alle Bescheid. Und das muss natürlich in dieser Folge erstmal mit den anderen Kandidaten besprochen werden. Nee, die macht es auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass er es macht. Also sehe ich auf gar keinen Fall, aber ich glaube da sehr schon. Aurelia würde das doch niemals machen, doch nicht Aurelia. Sie ist nicht so eine. Ach, Leute. Gestern? Ja, ja. Was hat er hier gemacht? Der ist kurz was holen gegangen. Und ja, also wie soll man das sagen? Ja, er hat seine Freude über Aurelia auch Melina dann präsentiert. So ungefähr. Alter, das ist wie ein Autounfall. Du willst nicht hingucken und du guckst hin. Geh weg jetzt von mir. Genau das sollte Aurelia mal zu Hendrik sagen. Hendrik, du bist wie ein Autounfall. Ich will nicht hingucken, muss es aber. Bitte geh weg von mir. Das passiert nur leider nicht. Weil da die Kandidaten ja eh schon beim Thema Sex sind, fängt dann auch Anna damit an. Ich schlafe jetzt schon seit einer Woche mit Marc in einem Bett. Das dann immer schwerer wird, die Finger bei sich zu lassen. Ja. Ist es nicht ein bisschen weird, dass wir uns alle denken, die beiden würden wir gerne vögeln sehen? Also, wenn ihr wisst, was ich... Also, es ist weird. So, gibt es irgendwas, was wir wissen müssen? Dann erfahren wir das sowieso irgendwann. Wir haben intensiv gekuschelt. Sie haben intensiv gekuschelt. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er das so sagt. Also, ich hätte nicht erwartet, dass er überhaupt nicht zugibt, dass sie... Also, Henrik... Gentleman. Und dann haben wir halt da richtig krass geredet, also die ganze Zeit. In der Sekunde, als sie das Wort krass nutzte, habe ich nicht gedacht, dass das nächste Wort reden ist. Weird. Ja, scheinbar wurde Aurelia erstmal nicht enttäuscht, das ist ja auch schon mal was Gutes und Positives. Allerdings gibt es ja noch Singles auf der Insel. Und einer dieser Singles ist halt Julio, der halt, ja, Single ist. Und wenn du Single bist, hast du verloren. Wie im echten Leben. Ich bin auch nicht der Typ, der dann hingeht und dann auf Bett bettelt. Wenn sie keine das hat, dann sie keine Treffer. Julia ist nicht so einer, der einfach sich notnagelmäßig an irgendjemand ranwirft. Deswegen ist er unsicher, ob er zu Chiara gehen soll. Allerdings, die anderen ermutigen ihn dann doch und es geht dann los. Auf was wartest du? Nutz die Chance. Ja, Julio, nutz die Chance, geht's Chiara und hol sie dir, Flirtmeister 9000. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Und wenn er später davon berichtet, kann er allen sagen, wir sind aneinander vorbeigelaufen. Ja, das hat anscheinend nicht so gut geklappt. Dann gucken wir uns doch lieber wieder glückliche Pärchen an. Bist du beim Sex eher der dominante Typ, oder? Es kommt immer auf den Mann drauf an. Die beiden sind schon weird da unter dieser Decke, oder? Ich frage mich vor allem die ganze Zeit, wie die da saßen und miteinander verschlungen waren, weil von den Beinen her und was man da gesehen hat und die Wölbung in der Decke, das... Ich bin da verstört. In meinem Kopf sitzt Anna auf seinem Kopf irgendwie. Aber auch irgendwie nicht. Und irgendwie, ich verstehe das nicht. Anna ist allerdings nicht Aurelia. Für sie ist es vollkommen ausgeschlossen, dass sie in der Villa Sex mit Marc haben wird. Aber mein Kopf sagt, nee, ich hab's Mama und Papa versprochen. Das ist Mama und Papa versprochen. Wie weird muss das sein, wenn du in eine TV-Sendung gehst und vorher deine Eltern nochmal sagen, nicht, dass du einen Sex da hast. Warum fühlen sich Eltern genötigt, das noch ihrer erwachsenen Tochter zu sagen? Als ob die ihr nicht vertrauen können, das selbst hinzukriegen oder dass sie selber Entscheidungen trifft. Und wie weird muss das eigentlich jetzt auch sein, wenn Marc und Anna wirklich zusammenfinden würden und die Eltern konnten alles live im Fernsehen miterleben. Oh Gott, das wäre direkt für mich wieder ein Trennungsgrund. Egal, Zeit für spaßige Dinge. Und zwar die Pärchen, also die echten Pärchen, müssen nun in einer Challenge gegeneinander antreten. Und so geht's. Jedes Team wird gleich aneinander gebunden. Dadurch habt ihr jeweils nur eine Hand frei. Warum habe ich nur das Gefühl, dass für Melina die Challenge ist, dass sie mit Tim zusammengebunden wird? Der Rest der Challenge ist egal, dieses zusammengebunden werden ist schon der Horror. Okay. Insgesamt mussten sie aus einem Sandkasten dann Puzzleteile rausholen und dann auf einer anderen Seite ein Herz puzzeln. Und naja, irgendwann hat es ein Team dann geschafft. Krass! Henrik und Aurelia machen das Ding rein. Frag mich, wie es für die beiden sein muss, wenn die mal was zusammenstecken und es passt und es wirklich füreinander geschaffen ist. Das muss ein schönes Gefühl sein, das zum ersten Mal zu erleben. Da Chiara und Josua allerdings gemerkt haben, dass sie mit ihrem Single-Dasein auf der Insel, naja, komplett lost sind, führen sie dann natürlich halt ein tolles Gespräch. Hätten wir uns jetzt normal kennengelernt im echten Leben, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Oh, ich wünsche mir das für die beiden irgendwie, dass die jetzt wieder zusammenfinden. Die wirken halt nicht so wie Henrik und Aurelia. Ich finde das auch immer das Gute in dieser Sendung. Es gibt immer das Kontrastpärchen, wo du denkst, nein, ihr seid es nicht und deswegen glaubst du es den anderen immer ein bisschen mehr. Läuft. Meinetwegen gehen wir hier, keine Ahnung, morgen raus,
haben hier nichts gebacken bekommen, aber haben danach vielleicht wirklich was Echtes. Weißt du, wie ich meine? Oh, sie macht ihm richtig Hoffnung und ich hoffe, er hat diese Hoffnung und sie werden... Die sollen das wieder hinkriegen, Mensch. Ach Mann. Allerdings nach diesem Gespräch gibt es wieder eine wundervolle Nachricht. Heute Abend wird es kuschelig. Oh, nee. Du darfst mit deinem Couple Tim einen romantischen Abend zu zweit verbringen. Bei Melina und Tim wird es kuschelig. Ich bezweifle jetzt irgendwie, dass es bei den beiden kuschelig wird, sondern es wird eher ein normaler Abend. Aber hey, mal gucken, wie es wird, ne? Das Date haben wir eine traumhafte Location gefunden. Die war aber sehr teuer. Deswegen ist es die hier geworden. Getreu dem Motto, naja, für Love Island reicht's, ne? Und in dieser traumhaften Billiglocation hat sich dann Tim irgendwann gedacht, meine Chance ist gekommen. Sie haben einige nette Gespräche geführt. Es ist wirklich Zeit nun für den nächsten Schritt. Ich will nicht. Ich kann nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist dann jetzt tatsächlich ein bisschen unangenehm. Ja, aber Melina erklärt doch recht, was das Problem ist. Einfach so passen. Und ich finde, im Kurs kann man dann auch nicht mehr zurückziehen. So. Es hat einfach nicht gepasst. Es soll der perfekte Moment werden. Und nur beim perfekten Moment kann der erste Kuss fallen. Oh, das ist schon ein bisschen naiv. Ja, naiv ist es. Dann wieder zurück in der Villa. Es ist Partyabend. Von uns auf. Oh, ist ja fürchterlich. Das hat sich dann auch RTL 2 gedacht und den Jungs eine Challenge gegeben. Sie mussten alle heimlich verschiedene Aufgaben erfüllen mit den Mädels, die es davon nicht wussten und bla bla bla. Und das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Deine Fußnägel lackieren. Okay, komm. Oh mein Gott, ich finde, Marc hat das richtig gut überspielt, dass das eine Challenge ist, dass er sich die Fußnägel lackieren lassen müsste, indem er 2 Sekunden so machte. Wow, das hat ihm jeder abgekauft. Einfach, Marc, ist dann wie ein Schauspieler verloren gegangen. Joshua soll allerdings mit irgendeiner Frau, Cinderella, irgend so ein Lied von Pietro Lombardi oder so, keine Ahnung, im Duett singen, sucht sich Melina aus, nur die kann den Text halt nicht. Das ist halt problematisch. Kommst du kurz, ich brauch dich ganz dringend. Das ist ein Notfall. Wir gönnen diesen Text nicht. Ja, dieses Drama konnte Aurelia leider dann auch nicht auflösen und sie mussten zum Marc rennen und irgendwann hat quasi die Gefühle wieder dieses Lied gesungen und Joshua hat es dann auch geschafft. Und dann zur Belohnung durften die Jungs dann 30 Minuten lang sich alles von den Damen wünschen, was sie wollten. Das war dann eine Massage. Das erste Mal werde ich schon eine Frau angefasst nach 3 Wochen, Jungs. Nach nur 3 Wochen? Ich glaube, du lügst ein bisschen. Ey, also Anna, die Anna machen das irgendwie ein bisschen doller. Ich merke nichts. Ey, ich hoffe, das hat Henrik Aurelia in der letzten Nacht nicht auch gesagt, weil dann wäre das ein bisschen weird, oder? Nachdem dieser Partyabend allerdings ein bisschen runtergeschraubt ist und alles wieder ruhiger wurde, haben sich die Pärchen dann alle ein bisschen zusammen zurückgezogen und dann ein bisschen Pärchen-Time miteinander gehabt. Glaub mir, da wird was passieren. Der wird schon wieder massiert? Halleluja! Allerdings, du weißt, wenn jemand bei einer Massage den Ellenbogen einsetzt, dann ist der good stuff. Oh ja. Und dann sind die beiden vertraut miteinander. Die kennen sich jetzt schon 2 Tage oder so. Nicht so wie Melina und Tim. 1 Woche, also 2 Tage reicht. Und dann geht's ab. Da hat unser Animateurstopf wohl doch noch seinen Deckel der Träume gefunden. Ah, ich finde, optisch passen die beiden gar nicht zusammen. Irgendwie auch die Chemie stimmt bei denen gar nicht. Das ist eigentlich unangenehm zuzugucken. Aber irgendwann hat Julio allerdings auch seinen ganzen Mut zusammengenommen und spricht dann Chiara an. Also ich finde dich interessant und so, ne? Auf jeden Fall. Du bist mega hübsch und bist auch mega sympathisch und so, ne? Weiß nicht, ich hab schon Lust, dich kennenzulernen. Haben dieses Gespräch nicht schon in der letzten Folge geführt? Genau das gleiche Gespräch? Also nicht nur, dass sie da immer oberflächliche Gespräche führen, aber genau das gleiche? Mein Gott. Ich meine das todernst und ich will dich wirklich kennenlernen. Das ist ich meine das so zu 100% ernst. Ich mach niemanden in meinem Leben eine Frau verarschen und sowas so. Und Geraldine sitzt jetzt gerade vorm Fernseher und lacht sich einen ab. Ja, genau. Und da sich Tim und Melina ja bisher noch nicht geküsst haben, sucht sich dann Tim Liebesratschläge von Aurelia. Von Aurelia. Alles klar. Den nächsten Schritt machen. Ich will, dass wir uns küssen und so weiter. Und ich merke, sie will es auch unbedingt. Aber ich will diese perfekte Situation haben. Weißt du, ich will das. Ja. Dieser perfekte Moment wird irgendwann kommen, Tim. Er wird irgendwann kommen. Bestimmt. Oh mein Gott, war das dieser perfekte Moment? Halb verschlafen im Bett? Das nenne ich mal wirklich romantisch perfekt. Das Feuerwerk im Hintergrund war auch da. Bestimmt. Aber immerhin gab es den Kuss, nicht wahr, Melina? Ich finde, es ist halt ein Bussi, wenn man sich so... Das war ja jetzt nicht mehr. Ernsthaft jetzt? Mensch, Melina, jetzt stellt euch mal vor, Tim möchte sie irgendwann bald wieder küssen, so richtig, und sie ist nicht bereit dafür. Wie awkward würde das werden? Wie
Oh Gott, würde das wären. Geil. Ja, und das war es aber leider auch damit der Folge gewesen. Also das ist leider, sie war auch irgendwie ziemlich hart langweilig. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ne? Falls ihr Bock habt, könnt ihr mich hier abonnieren und Likes da lassen und sonstigen Kram. Und ja, ciao.